Heute ist das Eierfest, das mache ich dann lieber. Eierfest, morgen hat Haley Geburtstag. Wenn wir die vergessen, ist auch nicht so schlimm. Keiner mag Haley. Obwohl ja viele sagen, Haley ist die beste Frau, aber... Jetzt mal ernsthaft, warum sollte man diese Frau haben wollen? Die verhält sich doch anfangs scheiße zu allem. Ganzen Tag regnen, das ist okay. Neutral. Jimmy! Hallo. Emily scheint draußen zu sein. Oh, Shane, hallo. Hey, Kletos. Ich habe zwei Eintrittskarten für das Tündler-Spiel heute Abend. Heute ist ein Fest, ich habe keine Zeit dafür. Treff mich gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle, falls du mitkommen willst. Okay. Haben keine Tierstein gefunden, vielleicht kannst du das nicht bauen oder so, George. Die haben jetzt einen Qualitätsstein. Das ist einfach nur Steine. Was machen wir denn als nächstes mal wieder Gold? Ich will jetzt unbedingt mal wieder Gold herstellen. Emily meditiert. Das darf sie gerne tun. Schleimer verkaufen wir einfach mal. Kann ich eigentlich dieses komische Ding bauen? Was dieses Iridium bringt. Kürbislaterne. Ne, sieht nicht so aus. Ich habe meine Farm auch irgendwie nie heimisch gemacht. Wenn ich ehrlich bin. Wisst ihr, was wir machen? Steinholzfasern. Haben wir alles. Das möchte ich jetzt haben. Was ist das? Strohboden. Pflastersteine. Schotterpfad. Ich probiere es mal aus. Wilde Köder, Käferfleisch und Schleim. Zieht alle Fische an. Bloß mal zum Probieren. Aha. Aha. Wenn... Ja, ich stehe ja schon auf. Verkaufen wir mal. Ich glaube, ich werde demnächst mich mal darum kümmern. Ich will mal aufverkaufen. Mann, ich dachte, das Lagerfeuer hat eine 4er Größe. Wäre für mich irgendwie logischer, ich weiß nicht warum. So, für meine reale Frau... Damit ich das auch schon mal gemacht habe, jetzt wo wir das Grundstück haben. Lagerfeuer. Haben wir eine Feuerstelle gebaut, wie versprochen. Bevor ich das tatsächlich angehen kann. Mit der Feuerstelle, wie ich es eigentlich versprochen habe. Der Hühnerstall ist noch nicht gemacht zum einen. Eierfest, ja. Gehe ich hin, sobald ich Zeit habe. Ich muss noch einen Hühnerstall fertig bauen, beziehungsweise, ja doch, Hühnerstall muss noch gemacht werden. Es war noch irgendwas. Irgendwas musste noch gemacht werden. Das Dach vom, das Garagendach muss noch überarbeitet werden. Ah, ich habe so viel zu tun. Jetzt habe ich erstmal hier den Boden gemacht. Das ist der Nachteil, wenn man ein Haus hat.
Vorteil ist, man hat keine Miete. Nachteil wiederum, man muss Grundsteuern. Ja doch, man zahlt Grundsteuern. Ein paar alte Früchte, uralte Früchte schaden auch nicht. Andererseits ist es wirklich... An und für sich ist es besser, ein Haus zu haben, glaube ich. Du musst dich zwar um alles selber kümmern, aber es ist eine echt gute Altersvorsorge. Weil ich glaube, wenn man es umrechnet und man nicht alles machen lässt, kommt man billiger, wenn man das Haus hat. Vielleicht wollte ich auch eigentlich diesen Hühnerstall nur, damit ich nochmal einen Hühnerstall habe. Könnte natürlich auch sein. Nein, ist dieses komische Ei nicht. Vielleicht sollte ich mir auch noch ein paar Mayonnaise-Maschinen anschaffen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob Wolle abgeholt werden muss. Aber ich glaube nicht, okay. Da versuchst du wieder das Huhn zum... Idiot, ey. Manchmal sind die Hitboxen halt echt scheiße zu treffen. Oh, was haben wir denn jetzt? Dreimal große Milch und... Okay. Passt. Ach, heute kann ich das Haus nicht bauen für Pam. Müssen wir wohl morgen machen. Ich habe eine To-Do-List hier aufgeschrieben. Bei bestimmten Sachen, die ich noch machen muss. Da steht auch tatsächlich drauf, dass ich das Haus für sie bauen will. Schauen wir mal, ob hier irgendwas reif geworden ist. Ich glaube fast nicht. Nö. Dann können wir jetzt eigentlich gleich aufs Eierfest gehen, das vielleicht schon längst rum ist. Nachdem sich Klytos auch endlich dazu bewegt. Obwohl Emily ist auch noch hier. Nur zur Verteidigung, meinerseits. Komm, verplempfer mal die ein bisschen. Ehrlich gesagt, die süße Edelsteinbeere nehme ich auch mal mit. Und wir gehen jetzt mal zum Eierfest. Hoffentlich läuft es noch. Ja, es läuft noch. Saisonpflanze. Super, haben wir. Für nächstes Jahr. Hab ich, glaube ich, schon. Oh, eine große. Wir werden noch genug Geld haben. Schön. Unsere Hennen müssen Überstunden machen, um dieses Fest zu erzeugen. Stimmt doch gar nicht. Ich kann haufenweise Eier pro Tag verkaufen. Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Keiner redet mehr mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Oh, es tut mir so leid. Hey, ich habe einen Punsch etwas aufgebessert. Herrscher, das ist merkwürdig, sowas zu essen. Ja, es kommt aus dem... Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nicht über einen freien Tag, um Freunde zu plaudern. Kommt aus der Kloake der Hühner. Er beliebt die Eiersuche schon auf klein auf. Ja, ich auch. Teilweise verstecke ich also guten Kalb für sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, den heißen Beton bringt schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Ich bin kein großer Fan von Eiern, um ehrlich zu sein. Kommt auf die Eier an. Ach, Marlon braucht man jetzt nicht unbedingt. Der muss hier unbedingt mal aufräumen.
Ist doch nicht so schwer, die Autoreifen hier wegzuräumen und die alten Hundefutterdosen. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Sie überhaupt erst wegzuschmeißen, ist schon eine Frevel. Guck mal, die könnten die Eier hier nehmen und dann hätte man schon gewonnen. Bevor sie verteilt sind, ich habe alle Eier gefunden schon. Es gab mein Eier wegwerfen, faulen Eiern. Irgendwann ist dieses schnell in der gesetzt. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Hm, meine Nadel. Na, Allergie. Ja, dieses Fest ist ganz nett. Aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ich habe deinen Geburtstag vergessen. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für meine Beine. Dieses Fest war schon immer Tradition. Traditionen verbinden uns mit der Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Worüber sind alle so glücklich? Eier, warum Eier? Weil Eier lecker sind. Gelegentliche Pausen bei den Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Kommt auf die Länge der Pause an. Hm, diese Frunsche ist ungewöhnlich gut. Vielleicht hat niemand verbessert. Ich bin schon seit Tagen auf Wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön und glücklich zu sehen. Willkommen beim Eierfest, dank der wundervollen Hennen. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden. Dieser Vincent... bevor Vincent die alle schnappt. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Diese Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ich freue mich immer auf die Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Gas! Ja, Nicha, ich hoffe, allen schmeckt das Essen, Nicha. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hat gekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter, Nicha. Hatten wir jetzt alle? Ich glaube schon. Ein paar laufen mal weg. Meinst du das? Also, ja, lass uns anfangen. Ich hatte schon 3 Dosen Energy Drink. Nein, eine halbe. Oh, ich muss langsam wirklich anfangen. Zeit fürs Highlight? Ja, es ist schon 43, ich muss um 6 los. Beziehungsweise will ich um 6 los. Ich muss gleich duschen. Nun denn, alle sind bereit? Los! Lass die Eiersuche beginnen! Ah, ich habe viel weniger als letztes Jahr schon. Geh weg, die sind meine. Die scheinen wirklich woanders zu sein. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich einfach noch Glück, dass die alle zusammen waren. Kann ich das noch klauen? Ah, ich glaube, ich hatte letztes Jahr 11. Das war gut versteckt. Nein! Ich laufe noch dagegen. Kurz davor. Ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, ich hatte 11, aber es kann doch sein, dass was anderes war. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzuhalten, hätten wir diese sauberste Stadt dieses Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche? Abigail! Ja, die gewinnt meistens. Wie viele Eier hatte die? Hier ist dein Preis, Abigail. Viel Spaß! Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch... Kümmere ich mich ein andermal drum. Das will ich nicht. So. So, ich könnte noch ein bisschen Gold machen.
Ja, Edelsteine brauchen ein bisschen länger. Können wir jetzt eigentlich verkaufen, wenn ich ehrlich bin? Hier hinten. Davon brauchen wir auch eine, fällt mir gerade so auf. Die müssen wir nämlich noch verkaufen. Preisebeergelee brauchen wir jetzt nicht mehr. Kann ich noch? Nö. Es ist zu spät. Es ist alles viel zu spät. An den Strand kann ich auch nicht mehr gehen. Dieses Eierfest klaut einem halt die ganze Zeit. Ich werde trotzdem auf die Feste gehen. Mein Glück haben wir diesen tollen Ring. 36, das sollte reichen. Die können wir jetzt auch mitnehmen. Ach, das war Gegner. Habe ich gar nicht als Gegner erkannt, wenn ich ehrlich bin. Morgen können wir uns dann um Pams Haus kümmern. Damit die alte Dame auch endlich mal ein Haus hat. Ich muss mal gucken, was die so bringen. Was machst du noch? Ab ins Bett mit dir, würde ich mal sagen. Pflanzen machen hier auch alles wohnlicher. Wieso ist Jimmy nicht im Bett? Ich bin schon seit Tagen am Wach und färbe Eier. Ja. Okay, Küsschen, willst du nicht mehr? Okay, dann gehen wir einfach mal ins Bett. Jimmy wird schon selbst ins Bett gehen, der ist ja erwachsen. Der ist schon fast ein Jahr, es wird Zeit, dass er endlich mal erwachsen wird. So, 7000 von dem Kram hier. Die Früchte sind einiges wert. Der Glaswelt ist nicht so wirklich. Ist aber okay, was war denn das Schleimei wert? Das war auch einiges wert. Das Zeug ist alles nur eins wert, genau wie... Ja, im Grunde macht man Verlust, wenn man es baut, außer Pflaster und Schotter hat. Schleim, klar. Die Entenfeder und natürlich die Trüffel. Gesamt 15.000. Ganz passabel. So, damit haben wir 500.000. Heute können wir es angehen, dass wir uns darum kümmern, dass Pam ihr Haus kriegt. Wir können auch wieder ernten. Also ich würde Pams Haus gerne in Auftrag geben. Es ist Sonntag, ich weiß gar nicht, ob das da geht. Vielleicht geht es erst am nächsten Tag. Hier können wir ein bisschen was ernten, wenigstens schon mal. Es regnet. Aber das war jetzt erstmal... Oh, hier können wir auch ernten. Schön, das wird eine große Ernte geben. Das war erstmal Let's Play Stardew Valley für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und dann sehen wir uns wieder. Wir haben auf jeden Fall ein paar neue Sachen abgegeben. Hier, die Morchel zum Beispiel. Den Senfkohl können wir dann jetzt auch demnächst machen. Das hier werden wir auch in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich mitmachen. Sobald der Wein fertig ist. Die Ziegenmilch wird noch ein bisschen schwierig. Die beiden Sachen kann ich in den nächsten... Das ist eine Sommersaat, das ist eine Herbstsaat. Die habe ich jetzt gar nicht, deshalb kann ich auch nicht machen. Also die beiden Sachen werde ich in der nächsten Aufnahme fertig kriegen, schätze ich mal. Das werde ich im Gewächshaus anbauen und hier muss ich vielleicht doch nochmal eine neue Ziege kaufen. Es könnte gut sein, dass ich das machen muss. Da muss ich vielleicht nochmal einen Ziegenstall bauen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.